an mein Team im Hintergrund vielleicht das Zeichen dazu, dass wir Noch eine Kaffee. Aufzeichnung starten. Und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zum heutigen Livestream der Expertenallianz für Gesundheit. Und ich begrüße noch einmal ganz offiziell, weil es ist wichtig, wir wenden uns an die Studiobetreiber, an die Trainer und ihre Teams und an die Mitglieder. Wir hoffen, dass viele Mitglieder da sind, wenn ihr jetzt live streamt im Studio auch, dass ihr einfach mal das Training unterbrecht oder hinterher auch die Aufzeichnung dann wieder weiter verbreiten könnt. Das Ganze steht heute unter der großen Überschrift: Tue Gutes, lerne viel dazu und gebe es weiter, sag es weiter. Es geht um das große Thema ganzheitliche Gesundheit, das wir heute direkt in diesem Livestream zu euch transportieren wollen. Und es gibt nichts Wichtigeres als dieses Thema. Und ich halte mich kurz in der Begrüßung unserer beiden Experten, weil die sollen hier das Wort haben. Aber ich möchte sie euch doch vorstellen, damit ihr einordnen könnt, falls jemand sie nicht kennen sollte, wem ihr heute zuhört. Dem Dr. Kurt Mosetter und dem Jörg Schmidt. Und die beiden liefern immer ein Feuerwerk an Gedanken und ein Gedankengut. Bitte den Begriff nehmen und es ist heilendes Gedankengut heute Vormittag. Bitte, bitte betrachtet das auch so. Lieber Kurt, niemanden stelle ich lieber vor als dich, gell? Wir kennen uns so lange und ich möchte den anderen deine Funktion sagen. Du kannst das gerne ergänzen dann. Du bist Arzt und Heilpraktiker, Begründer der Myoreflextherapie und wirst dazu natürlich zu allen Themen nachher oder aus allen Themenbereichen auch etwas sagen. Du leitest das Zentrum für interdisziplinäre Therapien, das sogenannte ZIT in Konstanz, wer das googeln möchte. Wir geben auch alle Informationen in einem Newsletter hinten dran euch mit. Also wenn ihr wieder andocken wollt an dieses Wissen, sehr gerne. Dann bist du, und das finde ich auch immer so spannend, dem Profifußball sehr, sehr verbunden. Hast unter der Leitung von Ralf Rangnick die Spieler der TSG Hoffenheim und der RB Leipzig betreut. Und zu Zeiten, als Jürgen Klinsmann Nationaltrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft war, warst du Mannschaftsarzt. Ich will damit ausdrücken, dass du, ich glaube, sehr, sehr viele Leistungssportler dir sehr verbunden sind, weil du sie wieder auf Ballhöhe bringst und sie einen Job machen lässt, den sie machen müssen. Und ja, wir werden vieles aus dem Spitzensport eben transportieren können, dann runterbrechen zu uns. Und ja, das ist großartig. Du giltst als Koryphäe unter den Sportmedizinern. Und jetzt habe ich drei Leitsätze nur mal rausgegriffen für das heutige Thema. Muskeltraining ist immer auch Gesundheitstraining. Wer seine Muskeln richtig trainieren will, der muss sich intelligent ernähren. Und das Credo für den heutigen Vortrag: So wie ein aus brüchigen Ziegelsteinen und morschem Holz gebautes Haus, ein aus brüchigen Ziegelsteinen und morschem Holz gebautes Haus seine Funktion nicht lange erfüllen wird, so benötigt auch unser Körper gute Botenstoffe, um langfristig Kraft und Wohlbefinden zu erleben. Und ich glaube, lieber Jörg, all das ist Musik in deinen Ohren. Hoffe. Ich weiß, weil ihr arbeitet ja auch sehr eng zusammen. Seit 7 Jahren bist du Projektleiter der Ausbildung zum Gesundheitscoach, den ihr beide zusammen inhaltlich bedient und immer wieder erweitert. Und du verbindest dein Fachwissen mit so viel Humor in der Bildsprache, in der Praxis. Es ist immer ein Genuss, dir zuzuhören und auch alles zu verstehen. Dazu kommen wir später mehr. Deine Funktion, dass du jetzt 26 Jahre Clubbetreiber bist selber und auch jeden Tag auf der Trainingsfläche steht, führt dir das natürlich immer wieder vor Augen, dass wir diesen ganzheitlichen Ansatz von Training, gesunder Ernährung und Mindset wirklich jedem zugänglich machen. Und das nicht als Raketenwissenschaft, sondern wirklich leicht verständlich. Und darum geht es jetzt, diese vier Säulen nochmal zusammengefasst. Ganzheitliches Coaching, Training, Ernährung, Regeneration und Mindset. Und lieber Kurt, dann übergebe ich den Fachdialog jetzt an euch beide. Wir haben eine Presseveröffentlichung mit dir gerade rausgebracht unter dem großen Titel Problemlösung im Fitnessclub geht nur über Ganzheitlichkeit. Und darin hast du viele Gedanken auch schon zusammengefasst. Und jetzt möchte ich nur noch einmal, falls ihr nicht die Galerieansicht habt, bevor wir losstarten, dass dir Kurt einmal die Kamera übernimmt. Wenn du reinsprichst, Kurt, bist du ja zu sehen und zu hören. Vielleicht möchtest du auch einleitend etwas sagen, bevor der Jörg dann übernimmt. Gut, also ich bedanke mich mal sehr, sehr, sehr für eure Aktion. Ich bedanke mich bei der Expertenallianz. Ich bedanke mich auch bei dir, lieber Jörg, und bei allen im Hintergrund auch von Narciso. Und ich bedanke mich bei euch allen, die ihr euch heute Zeit nehmt und uns zuhört. Denn ich bin überzeugt, nur mit vereinter Kraft, nur in einer guten Community, nur in guter Austausch und in dem Miteinander, wo unterschiedliche Kräfte, die jeder von euch in sich trägt, zusammenkommen, dann können wir wirklich was bewegen. Deshalb vielen, vielen lieben Dank.
Bei der Gelegenheit möchte ich mich natürlich auch nochmal bedanken bei fantastischen Lehrern. Ein gemeinsamer in der Geschichte von Training in Gesundheitstraining und Muskeltraining ist der Dieter Felsenberg. Das war eigentlich der europäische Muskelknochenpapst seit dem Jahr 2002 gefördert und die klare Anleitung, also von der Charité, vom europäischen Muskelknochenpapst, Raketenphysik, der hat die Europäische Luft- und Raumfahrtbehörde beraten, war, dass ein richtiges Training, ein überschwelliges Training, ein variables Training von mir guter Couch, ich brauche also einen Trainer, und die Regelmäßigkeit dazu führt, dass man die Sarkopenie, die sogenannte altersbedingte Muskelschwäche, abfedern kann. Und dann kann man die Sarkopenie als Mutter und Vater von allen Zivilisationserkrankungen nicht nur abfedern, sondern über starke Muskeln, über gutes Training, über eine gute Ernährung von dem System und über ein klares Mindset Gesundheit kalkulierbar machen. Also der Dieter Felsenberg war ein Pionier. Ein Link aktuell, die Deutsche Luft- und Raumfahrtbehörde in Köln, Aerospace Medicine, sagt, aktuell der Chef Jörn Rittweger. Ernährung, Mindset und gezieltes Muskeltraining sind die entscheidenden und die am besten beeinflussbaren Faktoren für unsere Gesundheit in Zukunft. Das ist Raketephysik. Und es gilt für Astronauten, aber auch für Masterathleten, für 70, 80, 90-jährige Kandidaten, die bis heute Sport machen. Deshalb wirklich ein Geschenk des Himmels, dass man auch von der Raketephysik Unterstützung kriege und ein Geschenk des Himmels, dass man miteinander so lange unterwegs sein dürfen. Deshalb bin ich sehr, sehr dankbar und ich bin ganz sicher, alleine kann heute keiner von euch und keiner von uns gewinnen, sondern nur im Team. Also vielen Dank. Super, Kurt. Ja, lieber Jörg, jetzt hast du alle Stichworte und kannst loslegen. Ah, Vielen Dank. ich bedanke mich natürlich beim Kurt. Er hat mir jetzt den Ball so hervorragend vorgelegt und uns aufgezeigt, dass es im Grunde genommen nur gemeinsam geht. Und wir sprechen ja heute mit der Fitnessbranche für die Fitnessbranche. Und ich glaube, deine Worte, Kurt, die sagen natürlich auch aus, was für eine riesige Chance uns damit geboten wird, in der Branche die Probleme, die die Menschen haben, zu lösen. Und wenn wir über Ganzheitlichkeit reden, möchte ich vielleicht mal ein Stückchen zurückgehen. Uli, du hast es schon gesagt, ich bin seit Jahren, mittlerweile fast 30 Jahren jetzt dabei und wie viele, viele andere wahrscheinlich hier im Chat auch, wenn wir mal die Betreiber sehen, die Trainer sehen, die heute hier mit dabei sind, sind wir vor über 30 Jahren, muss man sagen, mit dem Studium mal begonnen, angetreten, um Menschen gesünder zu machen. Und das war vor 30 Jahren natürlich noch eine ganz andere Liga. Wir haben ganz, ganz anders oder sind ganz, ganz anders als heute an die Sache rangegangen. Und ich behaupte mal, dass vor 30 Jahren mit dem Thema Ganzheitlichkeit, da ist noch keiner angetreten. Also das sah ganz anders aus, Kurt, ne? Vor 30 Jahren in den Fitnessstudios, wenn ich mich daran erinnere, da ging es in erster Linie um Kraft- und Ausdauertraining. Ja, ich habe mein erstes Studio eröffnet, da waren Kraft- und Ausdauergeräte drin. Und da lag unsere Kernkompetenz, das ist ja auch heute noch keine Frage, aber wirklich Muskelkrafttraining, klassisches Muskelkrafttraining. Wir haben Trainingspläne geschrieben, um die Muskeln zu trainieren. Und so ein Trainingsplan, der hatte eben auch immer ein Kardio-Teil. Ich sage es mal so ganz einfach. Und viele Endverbraucher, die heute vielleicht auch hier dabei sind, die kennen das vielleicht auch noch von früher und auch von heute. Und wenn wir über Ganzheitlichkeit reden, dann hat das einen Moment gedauert. Und dann kam vielleicht, bleiben wir mal vielleicht auch im ersten Teil ein bisschen bei dem Thema Bewegung, dann kam zu dem eigentlichen Krafttraining das Muskellängentraining dazu. Das war so der erste Schritt, wenn wir mal über die Bewegung reden, da dann auch. Oder das Muskellängentraining, das dann auch Einzug gehalten hat in die Fitnessstudios. Auch dann mit Geräten natürlich, denkt mir da an Five, an Flex, an vielleicht auch andere Gerätschaften, aber natürlich auch im Kurs überhaupt die Einstellung grundsätzlich zu sagen, es geht eben nicht nur um Krafttraining, ja, um Muskelkrafttraining, sondern eben auch um das Training der Muskulatur in der Länge. Und das Ganze auch in der Gruppe. Das Thema Faszientraining kam auf. Ja, also als ich vor 30 Jahren angefangen habe, hat das Thema Faszie keine Rolle gespielt. Überhaupt keine Rolle gespielt. Ich muss ganz ehrlich sagen, Kurt, du wirst ja dann noch was zum Gesundheitswesen sagen oder auch zu dem Thema insgesamt. Wir hatten die Faszie gar nicht in der Ausbildung. Ich hatte vor 30 Jahren in meinem Sportmedizinstudium die Faszie gar nicht in der Ausbildung. Ich habe die Faszie kennengelernt, ich sage immer so, in der Küche meines Vaters und der dann das Weiße vom Fleisch weggeschnitten hat und gesagt hat, das muss weg. Ja, beim Kochen, da ging es ums Kochen.
Wenn man sich überlegt, was sich da jetzt entwickelt hat, ja, auch das Thema Faszientraining, das Thema Rollentraining, das ist ein Wahnsinn. Und da war die Ganzheitlichkeit vielleicht so, da ging es so die ersten Schritte. Dann kamen neue Trainingsformen dazu, die es damals auch nicht gab. Denken wir, also zumindest nicht in Größenordnung. Vibrationstraining in den Studios hat Einzug gehalten. Ich sage jetzt mal, das komplette Thema Unterdrucktraining, Wechseldrucktraining mit bestimmten Geräten, EMS-Training, wenn wir nur dran denken, was da in den letzten Jahren alles passiert ist, was natürlich auch Betreiber, was Trainer dazulernen mussten, ja, oder auch wollten, ja, dieses Wissen aufgesaugt haben und dann für die Endverbraucher zur Verfügung gestellt haben, die heute natürlich eher ganzheitlich trainieren. Und Kurt, unser Ansatz war auch in der Ausbildung, das spiele ich dir dann auch wieder zurück, natürlich auch so die Gewichtung. Es war dann die Frage, okay, können wir denn jetzt jeden mit jeder Form trainieren lassen? Oder und dann ging es halt um die Gewichtung. Da sagst du dann auch gleich noch was dazu. Und in dem Artikel, den die Uli gerade angesprochen hat, bin ich mal so ein bisschen, habe ich versucht, so ein bisschen den Finger in die Wunde zu legen, inwieweit dieses ganzheitliche Training eben jetzt in den Clubs gespielt wird. Ich habe also auch offensiv die Frage gestellt, auch in Verbindung natürlich mit dem, was wir ja in den Studios zu leisten haben. Und ich glaube, wenn sich etwas nicht geändert hat, dann ist es die Tatsache, dass zwei verschiedene Gruppen zu uns in die Studios kommen. Und ich spreche jetzt als Studiobetreiber. Ja, es gibt also Menschen, die zu uns kommen, die eher Wünsche haben, die wir zu erfüllen haben. Und es gibt aber eben auch Menschen, die Probleme haben, mit denen sie zu uns kommen und diese Probleme offensichtlich nicht anders gelöst bekommen. Das Fitnessstudio vielleicht sogar, ich sage mal, einem Arztbesuch inzwischen vorziehen, weil es eben nicht so richtig vorangeht. Und bei den Wünschen, ich will es vielleicht nochmal so erklären, der eine oder andere Endverbraucher ist ja auch dabei und sieht sich jetzt vielleicht, ist es eher so das Thema der allgemeinen Fitness. Es geht aber vor allem um das Thema Figur, es geht um das Thema Abnehmen. Und währenddessen ist auf der anderen Seite, wenn es um Probleme geht, natürlich mit gesundheitlichen Problemen verbunden ist, warum die Kunden zu uns in die Clubs kommen. Und in der Ganzheitlichkeit kam dann irgendwann die Ernährung dazu. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, also vielleicht ist auch der ein oder andere Clubbetreiber dabei und sagt, nee, nee, also wir haben das schon seit 30 Jahren komplett auf der Uhr. Aber nein, wir haben vor 30 Jahren zwar das Thema Ernährung auf der Uhr gehabt, aber sind wir ganz ehrlich, eher bei der Gruppe, bei der es um Wünsche ging. Nämlich, wenn es um das Thema Abnehmen ging, wenn es um das Thema Figur ging, da waren wir mit Ernährungsthemen auch schon mit am Start. Wir haben Trainingspläne geschrieben. Aber schon alleine die Gruppe, wenn es um Figur geht, Abnehmen geht, dann fällt uns dann zu natürlich relativ schnell ein, wir haben uns mit Kilokalorien beschäftigt. Das war so unser Hauptthema, ne? Wir haben uns mit Kilokalorien beschäftigt. Wir haben gesagt, okay, ja, du musst natürlich mehr Kilokalorien verbrauchen, als du zu dir nimmst. Wir haben es mal ganz einfach gebrochen. Und ich bin ja heute auch derjenige, der es versucht, einfach zu machen. Und wenn wir uns über Ernährung unterhalten haben, dann ging es um Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette. Ich glaube, dann war schon Schluss. Ja, also zumindest vor 25 Jahren. Da hat keiner über Vitalstoffe gesprochen, da hat keiner über Spurenelemente gesprochen. Da hat keiner, ich sag's mal so, vielleicht in den Ansätzen, über einen Säure-Base-Haushalt gesprochen. Es hat keiner darüber gesprochen, welches wichtige Organ, auf das ich dann nochmal zu sprechen komme, aus der Praxis, nämlich der Darm, so eine unentwegt wichtige Rolle spielt. Und ja, die Trainingspläne, die haben eine Analyse, da wurde eine Analyse gemacht, da wurde ein Anamnesebogen ausgefüllt. Und in der Regel war es so, dass ich den Leuten dann gesagt habe, ja, was musst du wann essen? Ja, und du darfst nicht zu viel essen. Und du musst ein bisschen aufpassen, was auf deinem Teller liegt. Ja, und ich habe es heute erst wieder gelesen. Ich glaube, ich kann das mit einem ganz einfachen Spruch. Ich habe es heute erst wieder gelesen. Kann ich das zusammenfassen, wenn es um das Thema Ganzheitlichkeit mit Ernährung ging? Zwei Dinge für den Endkunden. Ich möchte abnehmen und essen. Also zwei Dinge sind mir ganz wichtig, sagt der Endkunde. Ich möchte gern abnehmen und essen. So, und da liegt halt das Problem. Da lag das Problem schon immer. Und jetzt kamen die dazu, die krank waren, die Probleme hatten, Rückenprobleme, die Gelenkprobleme hatten, mit Diabetes, Bluthochdruck, ja, vielleicht auch das Thema Lunge. Und nun habe ich mir die Frage gestellt und dann sind wir natürlich auch ganz, ganz intensiv zueinander gekommen, Kurt. Wie sieht denn eigentlich das Trefferbild aus? Wenn ich meine Kunden einfach mal anschaue, wenn die eine Weile im Studio bei mir sind. Und zwei Beispiele vielleicht, bevor ich das erste Mal an dich übergebe. Wenn jemand zu uns ins Studio kam und hat gesagt, aus der Wunschgruppe, ich möchte abnehmen, ich möchte meine Figur verändern und hat gesagt, ich möchte 20 Kilo abnehmen. Nur ein Beispiel. Ja, so. Und nach einem halben, dann hat er seinen Trainingsplan bekommen und dann hat er
vielleicht auch einen Ernährungsplan bekommen, wo wir ihnen die entscheidenden Tipps gegeben haben, wie das ein bisschen zügiger vorangeht. Und dann haben wir ein Trefferbild gehabt, das du hier siehst. Da waren nämlich Kunden dabei, die haben 5 Kilo abgenommen, 10 Kilo 15, keine Ahnung. Ein Trefferbild in der 6, 7, 8 vielleicht. Und vielleicht waren noch ein paar in der 10. Aber der Großteil hat eben diese eigentlichen 20 Kilo nicht abgenommen. Und ich glaube, noch wichtiger ist es eigentlich, wenn man sich mal die Frage stellt, bei den Problemkunden, die zu uns kommen, wenn sie beispielsweise mit einem Rückenproblem kommen. Sie haben ein Rückenproblem, wir machen einen Trainingsplan und sind die Rückenschmerzen jetzt weg? Sind sie nur weniger? Sind sie nicht schlimmer geworden? Das ist die Frage. Ich glaube, dass wir sehr, sehr lange, ich sag mal, in so einer Blase drin waren, in der wir nicht so richtig einschätzen konnten, ja, ist das denn wirklich immer eine 10? Ist das immer eine 10, die wir treffen? Und das ist mein Anspruch, das war der Anspruch auch meiner Trainer, zu sagen, wenn ich Sportschütze wäre und schaue mir das Trefferbild an, Kurten mit einer 6, mit einer 7, mit einer 8, da kommst du nicht mal ins Finale. So, und für uns war das genug. Und irgendwann kam dann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, nein, das ist nicht genug. Wir müssen uns damit beschäftigen, nicht nur mit denen, die abnehmen wollen. Wo sind hier die Grundlagen dafür, dass sie wirklich das abnehmen, was sie abnehmen wollen? Sondern eben auch diejenigen, die gesundheitliche Probleme haben. Und dann habe ich mich mit dir zusammengesetzt, um eben ein anderes Trefferbild zu haben. Ja, nämlich genau das. Wir wollten in die Mitte treffen und wir haben gesagt, okay, wenn jemand in den Club kommt, dann muss es mehr sein als einfach nur ein Training. Es braucht eine Gewichtung der einzelnen Trainingsform und es braucht dann natürlich die richtige Ernährung für das richtige Krankheitsbild. Und so sind wir zusammengekommen und ich bleibe jetzt mal noch einen Moment wir bleiben noch einen Moment bei der Bewegung, weil die Frage, die geht natürlich, ich bin jetzt überschwänglich, ja, vielleicht auch ein bisschen allgemein. Du bist der Wissenschaftler von uns beiden, ich bin der Praktiker, der es versucht umzusetzen und auch weiterzugeben. Aber vielleicht an der Stelle mal die Frage, die jetzt auch hervorragend passt an dich. Beim Thema Training, Mythos Training, was ist denn aus wissenschaftlicher Sicht für dich, du hast es vorhin schon angedeutet, der ganzheitliche Ansatz, ja, der ganzheitliche Ansatz, wenn es um das Thema Training geht und dann sicherlich auch um das Thema Gewichtung? So, ganz wichtig, inzwischen ist die Datenlage wissenschaftlich kristallklar, dass es eigentlich ein isoliertes, selektiv blindes Training nicht mehr gibt, sondern ein ganzheitliches Training. Der Begriff ist ein bisschen abgegriffen. Trotzdem, das ist die Zukunft. Die Zukunft ist eben auch, dass man sich am Bedürfnis vom Kunde orientiert und nicht einfach irgendwas anbietet. Und es ist eben spannend, wenn ihr euch an die Bedürfnisse vom Kunde orientiert, wenn es dem um den Knochen geht, Knochentraining, wenn es ihm geht um die Faszien, Faszientraining, wenn es ihm geht um Mobilität, Flexibilität, dann könnt ihr das anbieten. Aber alles wirkt besser, wenn die Ernährung das untermauert. Und das ist keine Raketephysik. Grün, Natural Eating, wenig Verarbeitetes, viel Grünes, weniger kurzkettige Kohlenhydrate. Ihr könnt euch alle kostenlos und Plan, Glykoplan runterladen. Dann sind wir schon mal auf der sicheren Seite. Der hat sich schon lange etabliert. Dummerweise hat die Medizin im Studium eigentlich von Ernährung wenig Inhalte. Und also außer, dass dann Cholesterin schlecht wäre für die Gefäße und Eier, lernt man dann nicht viel. Aber inzwischen ist die Datenlage kristallklar. Unsere Ernährungsstrategie Glykoplan, die ist 1:1 analog mit der Schule von Harvard. Das ist die weltweit führende Institut. Und Harvard und wir sind uns einig, und ihr. Aber die Fachgesellschaft für Ernährung, die hinken da noch ein bisschen hinterher. Und deshalb war es früher eine Trennung. Deshalb möchte ich euch raten. Keine Trennung. Informiert euch über die Basics und dann könnt ihr sehr gut eure Kunden beraten, ihr könnt ihnen Tipps geben. Wenn die eine anti-entzündliche Ernährung einigermaßen in der Spur halten, das könnt ihr beraten, dann wird der Trainingserfolg besser. Training ganzheitlich heißt für uns seit 1987 Muskelfaszienlängentraining. Die Trennung zwischen Muskel, Faszien und Sehne ist eigentlich nur ein Artefakt in der Medizin. In Wirklichkeit ist eine Einheit. Und in der Tat haben wir das seit 1987 mit der Kraft in der Dehnungsübung auf dem Radar. Flex und Five ist daraus entstanden später. Robert Schleib als Faszienforscher. Vor 30 Jahren haben wir ja schon zusammengearbeitet mit Muskelfaszienlängentraining. Also Mobilität, Flexibilität. Jetzt kommen wir wieder zur Raketephysik. Aktuell wird untersucht, was brauchen ältere Menschen, die Schmerzen haben, die Osteoarthritis haben, die Gelenkbeschwerden haben und Rückenschmerzen haben. Was brauchen die? Und das hat man untersucht an den Masterathleten und es kam raus, die brauchen
Muskelfaszienlängertraining. Die machen aktives Stretch. Die brauche ich im Studio Flex und Five. Die beginnen nicht mit Cardio, sondern startet mit Muskelfaszienlängertraining. Die Flexibilität, die Mobilität, die garantiert Gelenkschutz, die garantiert einen Knochenschutz, die garantiert Ausgewogenheit. Aber alleine kann man es nicht. Deshalb meine Worte. Ich brauche einen Coach. Und zwar gegebenenfalls nicht nur einen. Das war eigentlich die Besprechung auch mit Uli. Nee, ich brauche mehrere Coaches. Aber am Schluss muss man den inneren Coach aktivieren. Einer, der von innen sagt, hey, jetzt stehst du auf, machst noch ein Training und du kaufst anders ein und dann schlafst noch eine Stunde länger und dann wird Regeneration trainiert. Und deshalb kann man zum Beispiel am Abend zu Hause nochmal so Muskelfaszienlängertraining machen, antientzündlich, dann schläft man besser. Und dann ist der Tipp am Abend einfach kein großes Mahl, am besten gar nichts oder eine Suppe oder ein Proteinshake. Zurück ein Lob an eure Szene. Ihr hattet die Proteinshakes schon immer auf dem Radar. Die meisten Menschen haben Proteinmangel. Dummerweise haben viele von den Proteinshakes zu viel Zucker, zu viel Zusatzstoffe. Die haben zu gut geschmeckt. Leider nicht gut für den Darm nicht und fürs Hirn nicht. Aber die neuen Proteinshakes, die sind zuckerfrei, die sind antientzündlich. Da gibt es einen, der Phytoshake. Ja, da ist sogar noch Weihrauchharz drin für den Darm und Kurkumin. Findet ihr im Internet. Und jetzt kommt der Hit. So, European Space, Aerospace Medicine, die haben untersucht, braucht es Protein? Ja, die Fachgesellschaften in der Medizin sagen, ach, alles gut, ist gut. Nein, es braucht 1,5 bis 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Nummer zwei, braucht es Kreatin? Ja, 1 bis 3 Gramm. Und was ist wichtig? Der Darm. Deshalb untersuchen die Astronauten und die NASA, die Darmbakterien. Wahnsinn. Und die Medizin schläft den Dornröschenschlaf. Deshalb kürzt ihr den Weg ab. Mit einer intelligenten Ernährung, mit einem variablen Training, mit einer guten Anleitung. Gut auslastet, variabel, seid ihr auf der richtigen Spur. Und wenn man dann noch eine Stunde früher ins Bett geht, dann ist das Regenerationstraining. Merkt euch das für heute. Schlaf ist Regenerationstraining. Und es braucht eben Zeit. Ich selber hatte oft Schlafschulden. Ich arbeite gern, auch viel, ich schreibe in der Nacht, aber meine Teams haben festgestellt, dass ich zwar zufrieden bin, aber ich bin ein bisschen ungeduldig dann, wenn ich zu wenig schlafe. Also nehmt den Schlaf mit. Und in Asien lernt man, zuallererst ist die Frage der inneren Entscheidung. Und vor 15 Jahren haben wir ein Buch geschrieben, die vier Kräfte der Selbstheilung, Achtsamkeit. Und ich sage, was ist denn das? Hokus Pokus, genau ist das jetzt esoterisch, esoterisch oder esoterisch. Nee, die Achtsamkeit ist ein wichtiger Teil. Und da wären wir bei mit Dreiklang. Und deshalb gab es unter eurer Regie, unter Achiso, auch bei Enjoy und in euren Studios den Trend, dass man Gesundheitstraining macht. Die Zukunft für mich ganz klar ist Gesundheitstraining. Und die Bedürfnisse von Endkunde, aktuell gab es eine große Untersuchung, die sind nicht mehr nur Schönheit und nicht mehr nur Fett weg, sondern da geht es um die Gesundheit. Und deshalb müsst ihr euch alle, Freunde, danke, dass ihr da seid, euch ein bisschen aufrüsten. Und das ist auch gar nicht so schwierig. Wir konzentrieren uns eben gar nicht auf die Krankheit. Ihr müsst die Krankheiten gar nicht alle lernen, sondern wir fangen früher an. Und das, was ihr betreibt, ist Präreha. Die Leute kommen, bevor sie krank sind und wären gar nicht krank. Und dann wird die Gesundheit erhalten. Und wenn eines funktioniert im Gesundheitswesen der Zukunft, dann ist es nicht die Politik in Berlin, sondern da jammern wir auch gar nicht, sondern das muss eure Arbeit sein. Eure Studios wären zur Gesundheitsplattform mit einem variablen Training, mit gut ausgebildeten Leuten. Und das ist jetzt der Knackpunkt. Wenn wir schon jammern, dass viele Mediziner an der Uni nicht ausgebildet wäre da drin. Und wenn wir schon jammern, dass die Ernährungsgesellschaft ein bisschen hinterherhängt, gibt es nur eines, wir müssen es besser machen. Deshalb möchte ich euch Mut machen. Ganzheitlich heißt, Regeneration wird trainiert. Wenn man trainiert, braucht es eine Anpassung. Ich brauche Protein und Mikronährstoffe. Das ist das Beispiel von der Uni mit dem Haus. Ich kann nur ein Haus bauen mit Material, ja. Aber wenn ich nur Material habe, dann kann ich da nicht drin wohnen. Also ich brauche Arbeiter. Das seid ihr und eure Muskeln. Und man braucht einen guten Architekt. Mir helfe euch, dass ihr gute Architekten werdet für eure Klientel. Dann könnt ihr bedürfnisorientiert die Wünsche abrufen und dann entsteht Vertrauen. Und aus dem Vertrauen entsteht eine Compliance, dann bleibt ihr auch dabei. Und dann habt ihr die beste Kunde der Welt, denn die werden nie wieder gehen, wenn sie gesund bleiben möchten. Du hast mir Ja, darf gerade. ich eine Frage reinstellen? Ja, gern. Ja, weil ich das, gut, ich höre das ja so gerne.
diesen Ansatz, wirklich offen zu sein für neue Lösungen. Wir sind uns einig, dass die Politik die Lösung nicht findet. Wir sind die Helfer zur Politik und gehen da auch in den Dialog, aber eben mit den neuen Lösungen. Und dass wir heute das auch mitgeben, dass wir sagen, es reicht nicht einen Trainer, den wir seit Jahr und Tag im Studio haben, sondern jeder hat mindestens drei Coaches, den Mental Coach, den Ernährungscoach und dieses aus dem Leistungssport, wenn du das mir erzählst oder uns erzählst, wie viele Trainer diese Mannschaften haben, wer sich um was kümmert, das muss einfach sich verbreiten, dass das auch richtig ist, auch Therapeuten sich dazu zu holen, auch die Psyche mit einzubeziehen. Das ist ja bei dem, was jetzt im Herbst schon wieder losrollt, wir sehen das doch draußen, was die Kinder angeht, dass man offen ist für diese Experten, die an nichts verkaufen, sondern die wir einfach brauchen. Das sind Freunde, das ist Network. Deshalb brauchen wir die zwei Flügel und deshalb bin ich so dankbar für die Expertenallianz. Da ist nicht ein Experte, der alles am besten weiß, sondern das sind Hirnforscher, das sind Muskelforscher, das sind Präventologen dabei. Und wenn man das Wissen, ein breites Wissen der Politik vermittelt, dann habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Und das ist eben der andere Teil. Und da muss wissenschaftlich kristallklar sein. Ich habe ja heute Mittag mit der Marion Schneider, brillant, blitzgescheite Frau, mein Treffer. Und da wird klar, wir müssen gut argumentieren können. Und ein Coach reicht eben nicht aus. Beispiel jetzt im Fußball. Nennen wir mal ein aktuelles. Einige Spieler von Bayer Leverkusen haben mich gefragt, ob sie möchten in dieser Saison was verändern. Dann sage ich, okay, aber nicht bei mir in Konstanz. Ihr geht zurück zum Burak Yıldırım. Der war 31 Jahre bei Bayer Leverkusen. Ist jetzt ein bisschen im Hintergrund. Aber dann wird der Mikronährstoffe gemessen. Dann wird die Regeneration untersucht. Dann gibt es Tipps zum Schlaf. Dann kriege ich die Proteinshakes. Und dann sagt der Trainer, cool, dass ihr das macht. Was macht ihr? Ich mache da auch mit. Ja. Und dann entsteht ein Team. Und dann haben die einen Athletiktrainer. Dann haben sie einen, der präventiv behandelt in der Physio. Dann haben sie einen, der sich um Mikronährstoffe kümmert. Und einen Psychologe. Und das hat Jürgen Klinsmann eingeführt mit dem Hans-Dieter Herrmann. Eigentlich ein Sportpsychologe mit im Team. Der gehört dazu. Und die psychologische Unterstützung, keine tiefe psychologische Analyse über die Fehler der Kindheit. Nein, was kann ich jetzt tun, um am besten mit der Situation umzugehen? Das hat Zukunft. Und deshalb brauche ich mehrere Coaches. Und deshalb muss man sich gut zusammentun. Und dann entsteht ein Gesamtpaket. Deshalb, Uli, ganz wichtig. In der Vergangenheit hat man gedacht, ja, ich mache ein bisschen was und ich habe einen Spielertrainer. Inzwischen ist das viel differenzierter. Da gibt es auch den Ernährungscoach und da gibt es den Schlafcoach und da gibt es den Psychosozialcoach. Bei Manchester City gibt es 7 Leute, die nichts anderes machen, als sich um die Bedürfnisse kümmern. Wie geht es der Frau? Wie geht es der Freundin? Wie geht es der Mutter? Wie geht es der Familie? Wie geht es mit dem Berater? Wo wohne ich? Habe ich Stress? Und wenn ich viel Stress habe, schlafe ich schlecht, dann spiele ich schlecht, dann verletze ich mich. Das heißt, da gibt es sogar den Lebenscoach. Ja? Und da müssen wir hin, dass wir einfach mit unserem Leben achtsamer umgehen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Gesundheit programmierbar wird, extrem hoch. Und das ist die gute Botschaft. Dann sind wir so super in der Ganzheitlichkeit. Und das, lieber Jörg, jetzt habe ich euch ein bisschen, aber ich begeistere mich dann wirklich gerne, weil das eine Botschaft ist, die muss ja raus ins Land. Den Gesundheitscoach-Ausbildung bei dir mitgemacht dieses Jahr, weil ich weiß, ich lerne immer wieder neu dazu. Ne? Bin ja auch schon ein paar Jahre dabei, aber für den eigenen Körper. Und du bildest da so viele Aspekte auch drin ab und jetzt kann ich vielleicht dir den Bogen wieder zurückgeben zu dem Gesundheitscoach, auch dem man mit so einfach online so viel Wissen von dir bekommen kann, aber ich will dir deinen roten Faden jetzt nicht nehmen. Nein, nein, das hat schon hervorragend gepasst. Danke, Kurt. Das war ja auch der Anlass, Uli, dass wir vor 7, 8 Jahren, der Kurt und ich, wir uns zusammen hingesetzt haben. Das, was der Kurt gerade gesagt hat, ist ja das Thema und natürlich auch ein Problem dann in den Studios, weil wir haben diese Coaches ja in den Studios nicht. Wir sind nicht Manchester City und wir sind auch nicht im besten Fall Bayer Leverkusen. Und wir haben in den Studios dieses Fachpersonal nicht. Und was wir uns gefragt haben vor 7, 8 Jahren, wie können wir die wichtigsten Dinge in den Fitnessstudios den Fitnessstudios zugänglich machen? Und dann ist was Geniales entstanden. Wir haben also dieselbe Voraussetzung das war unsere Ausgangslage. Und wir haben gesagt, okay, wie können wir es am besten machen? Und dann ist der Coach entstanden. Dann ist der Gesundheitscoach entstanden. Hier ging es jetzt um Ernährung. Und wir haben relativ schnell mitgekriegt, Kurt, und das ist das Bild, glaube ich, das damals entstanden ist, wo wir ansetzen müssen. Ja, und du hast vorhin gesagt, ja, die ein oder anderen Trainer, die heute aus der Raketenwissenschaft das Ganze natürlich auch in die Fitnessstudios transferieren. Wir sehen im Grunde genommen keine Raketenwissenschaftlerin, weil ich glaube, das Hauptproblem ist, dass wir es einfach erklären müssen. Wir müssen
es einfach an die Trainer bringen. Ich glaube auch, dass das müssen keine Ärzte sein, das müssen auch nicht mal Physios sein. Das ist jemand, der einfach nur will. Das ist immer diese Reihenfolge: wollen, können und tun. Und wenn jemand diese Informationen haben will, dann kann der die bei uns bekommen. Und wir sehen hier ein sehr, sehr schönes Bild, das dann auch da entstanden ist, wo wir gesagt haben, okay, wir holen uns die Grundlagen der gesunden Ernährung mal da, wo sie eigentlich zu Hause sind, nämlich aus dem Darm. Sicherlich sagen wir den Leuten, was sie essen müssen. Dazu komme ich gleich noch. Der Unterschied besteht jetzt einfach darin zu sagen, okay, wenn ich die Ernährung mal ganz anders sehe, dann gucke ich mir an, mit was für Problemen kommen denn die Leute zu uns. Und das ist das, was hier ringsherum angeordnet ist. Und immer wieder sehen wir, dass die Grundlage im Darm liegt. Das heißt, wir müssen uns mit dem Darm auseinandersetzen. Und wir haben im Coach dann gesagt, okay, wir brauchen einen anderen Ansatz. Wir brauchen vielleicht auch eine andere Anamnese in den Studios, die wir versucht haben zu vermitteln. Und der Grundgedanke lag eigentlich einfach mal zu sagen, okay, was spricht eigentlich dagegen, wenn wir jedem Neukunden, wenn wir jedem Kunden, der bei uns trainiert, einfach mal einen Laktatstreifen geben und uns mal die Grundlage angucken, nämlich das Thema Säure-Base. Und das wäre ja mal so eine Grundlage. Ja? Mit 7,2, 7,3 wäre ich da gut dabei. Das hört man einmal und dann merkt man sich das. Und wenn ich jetzt jeden Kunden mal auf so einen Teststreifen pullern lasse, zu Hause bitte, nicht im Studio, ja, dann weiß ich im Grunde genommen, mit was für einer Grundvoraussetzung kommt er denn. Und wenn der eben viel zu sauer ist, dann hat er einfach ein Problem. Dann funktioniert der Darm nicht und dann werden wir durch die Darmwand Dinge aufnehmen, die eigentlich dort nicht hingehören, ins Blutgefäßsystem gelangen und von dort letzten Endes über die Leber, übers Herz in jede einzelne Zelle und dort verantwortlich sind für die Krankheitsbilder, mit denen wir ja im Studio zu tun haben. Und die sieht man halt hier oben. Ja? Wenn der Darm im Grunde genommen nicht damit klarkommt, dann habe ich hier Erkrankungen von Leuten, die zu mir ins Studio kommen. Und wenn ich mit entzündlichen Krankheiten umgehe, dann sagt sich der eine, okay, was verstehe ich darunter? Ja, das ist beispielsweise eine Arthritis, die Leute haben, ja, als entzündliches Krankheitsbild. Und auf der anderen Seite, der Darm vielleicht gar nicht in der Lage ist, bestimmte Dinge aufzunehmen. Wir gehen mal davon aus, kurz, dass wir sie gegessen haben, da kommen wir gleich noch hin. Dann habe ich eben andere Krankheitsbilder. Und wir haben über die letzten Jahre hinweg, wir haben uns geeinigt, wir reden nicht über die Vergangenheit der letzten 2, 3 Jahre, beziehungsweise über das C-Wort und über meine Immunsystemrede. Wir haben damals auch Webinare zusammengegeben in dieser Zeit. Steht mein Darm im Mittelpunkt. Und beim Thema Erholung, beim Thema Regeneration, beim Thema Mindset, ist die Darm-Gehirn-Achse eben eine ganz entscheidende. Und mein Appell geht eigentlich immer dann dahin, dass die Betreiber, die Trainer sich dieses Bild anschauen sollen und sich sagen sollen, okay, ist das unser Publikum? Ist das etwas, was ich in meinem Studio lösen möchte, das ich mit meinem Team lösen möchte? Und dann muss es einfach sein, es zu vermitteln. Und in dieser Ausbildung, Uli, ist damals das sind wir wieder beim Hauskorb, ne? Da ist dieses Haus entstanden, in dem wir gesagt haben, ja, und ich möchte jetzt eigentlich nur jedem Mut machen, der das im Studio noch nicht macht, auch als Trainer vielleicht, und der sich sagt, wow, das ist mir alles zu kompliziert, das ist es nicht. Und ich habe nur dieses eine Beispiel. Schaut, wir betrachten, oder alle, wir haben in den letzten 7, 8 Jahren knapp 2000 Coaches ausgebildet. Im Moment sind in diesem Jahr wieder 200 Coaches in der Ausbildung. Und das Endbild ist eigentlich immer das Gleiche. Schau, das ist derjenige, der bei dir im Studio ist. Und wir sehen ihn wie ein Haus. Und wenn ich ein Haus baue, dann habe ich zunächst erst einmal ein Fundament zu bauen. Das nützt mir nichts, wenn ich mit den Wänden anfange oder mit dem Dach. Jeder weiß, dass der schon mal ein Haus gebaut hat oder versucht hat, eins zu bauen. Und wenn es nur mit kleinen Stäbchen im Sand war. Und dieses Haus sind eben Vitamine, Ballaststoffe, Kräuter, Mineralien, Spurenelemente. Und wir sagen dann letzten Endes dem Kunden, dem Endkunden, du musst gescheit essen. Und in der 80-20-Regel, du sagst dann sicherlich gleich noch was dazu, dann würde mir das vielleicht auch gelingen, meinen Säure-Base-Haushalt in die Spur zu bringen. Da muss ich halt ein bisschen Geld ausgeben dafür, ja, in gute Nahrungsmittel, aber eben 80% Obst, Gemüse und Salat. Und 20% ist der Rest, das ist schon hart, oder? Und dann baue ich meine Wände, Kurt. Und da hast du vorhin schon drüber gesprochen. Das sind eben Antioxidantien, das sind die Dinge, die ich brauche, damit mein Körper funktioniert. Egal bei was für einem Krankheitsbild, egal bei was für einem Problem. Und im Übrigen braucht das auch einer, der abnehmen will. Und wenn ich täglich reif geerntete Früchte esse mit vielen Kernnüssen, Samen, Buchweizen etc., was ihr hier seht, da bin ich ganz vorn dabei. Und jetzt baue ich ein Dach. Jetzt baue ich ein Dach oben drauf, damit es nicht reinregnet, ist ein Omega-3. Das ist eine Omega-3-Fettsäure und dann muss ich eben täglich die Dinge essen, wo eben gute Omega-3-Fettsäuren drin sind, die entzündungshemmenden Fette. Und du hast vorhin drüber gesprochen, Kurt, ne? Dann fahren wir noch zu Ikea und richten unser Haus ein. Das ist Eiweiß. Eiweiß ist Leben. Ich kann es essen. Und hier hat der Club ja seit, ich meine seit 30 Jahren, das Thema Supplement erkannt. Das ist nämlich der Eiweißshake.
Du hast vorhin gesagt, der Proteinshake, der wird schon immer vermittelt. Die anderen Dinge eher nicht. Und die Frage ist jetzt hier bei meinem Fragezeichen, wir sind in der Grundlage. Wir sind noch gar nicht bei den körperlichen Problemen. Das ist die Grundlage für jeden Kunden, der zu mir ins Studio kommt. Und das ist das, was wir versucht haben, Kurt, ne, in der Ausbildung zu bündeln und einfach zu sagen, es geht mit einfachen Worten der Anna, der Hilde, dem Klaus, keine Ahnung, unseren Kunden im Studio zu erklären, wie ihr Körper funktioniert. Und nach wie vor sage ich, es ist keine Raketenwissenschaft, das Ganze zu vermitteln und jetzt den Kunden zu fragen, isst du die Dinge, die hier stehen? Das wäre mal eine Grundlage. Das wäre eine Grundlage. So, und wenn er jetzt auf den einen oder anderen Punkt zeigt und sagt, das esse ich nicht, dann müssen wir ihm sicherlich auch sagen, dass er supplementieren sollte. Das geht ja beim Eiweiß los. Wenn ich ein Muskeltraining mache, muss ich Eiweiß zu mir nehmen. Das wissen wir alle. Ja, und wenn einer, ich sag mal, die Dinge, die da stehen, ob jetzt pflanzliche oder tierische Quellen nicht isst, dann wird er ein Supplement nehmen, nämlich einen Eiweißshake. Und das war im Grunde die Voraussetzung. Wir haben dann gemeinsam, ich glaube, 8 oder 9 Programme geschaffen zu den einzelnen Problemfeldern ganz intensiv. Aber meine Frage jetzt nochmal an dich, Kurt, ich bin ja der das mit einfachen Bildern, so wie man es jetzt hier sieht, dann versucht natürlich zu vermitteln. Und diese Unterlagen, die wir hier zusammengestellt haben, die kriegt ja dann der Coach auch. Er bekommt sie und kann im Studio genau mit diesen Unterlagen arbeiten. An sich ist es ein betreutes Lesen, sage ich immer spaßenshalber. Man kann es ja vorlesen. Aber vielleicht nochmal die Brücke, weil das ja auch der Sinn eigentlich auch unseres heutigen Webinars macht, dass hier die Wissenschaft die Praxis trifft. Du bist der Wissenschaftler. Und vielleicht ein paar Worte von dir zum Thema Säure-Base-Haushalt. Diese Wertigkeit auch der einzelnen Komponenten, die hier stehen, die ich natürlich, wenn du jetzt dran bist, erstmal wieder ausblende. Das wäre mal interessant zu wissen aus Sicht eines Arztes. Welche Wertigkeit hat das? Ist das ein Teil von der Ganzheitlichkeit oder ist das vielleicht die Hälfte? Keine Ahnung. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Ich bin eigentlich als absoluter Laie, als 18-, 19-Jähriger nach Nepal, Sikkim und Tibet. Also ich wusste nichts. Aber da waren Ärzte, die beste Ärzte für Ayurveda, die Ärzte vom Dalai Lama. Und die haben gesagt, ihr Europäer seid durchgedreht. Ihr seid alle bocksauer, ihr esst Schrott, ihr macht euch krank. Und wenn ihr dann krank seid und Schieflage, dann werdet ihr dann noch falsch behandelt. Ich sage, wow, harte Aussage, aber hören wir mal zu. Und die haben gesagt, hey, Zucker ist Feind Nummer 1, Getreidekleber ist Feind Nummer 2, Kuhmilch ist der nächste Feind und Süßgetränke sind ganz schlimm. Also 1987. Und die wissen das seit Tausenden von Jahren. Und dann habe ich einfach mal geglaubt, was die gesagt haben und eigentlich aus der Erfahrung umgesetzt. Und tatsächlich haben wir dann später mehr verstanden. Dann sind wir in Wissenschaft, um das besser zu verstehen. Dann war ich entsetzt, dass die Medizin über Ernährung wenig weiß. Und jetzt wird aber klar, wir müssen das besser transportieren. In einfache Worte, die Worte von meiner Lehrer in Asien. Wenn wir uns geschickt ernähren, nämlich so, grün, viel Natürliches, Kräuter, Gemüse und so weiter, auch langkettige Kohlenhydrate, die es früher gegeben hat, dann wird der Darm genährt. Der Darm ist eine Wunderwerkstatt. Die Wunderwerkstatt repariert das Gehirn, repariert die Muskeln, repariert den Energiestoffwechsel und die schalten sogar Reparaturgene an. Und jetzt gibt es moderne Arbeit in Nature und Science, das sind die Bibeln, die sagen, hey, das wirkt auf breiter Front überall. Denn die Ernährung füttert die Darmbakterien, die machen uns gesund. Anderes, einfach auch ganz Beispiel, wenn man Schrott isst, dann entsteht Gift im Darm, eine Intoxikation, dann kommt eine Entzündung und das ist die Bratpfanne auf den Kopf. Das macht der Muskeln der Gar aus, Stoffwechsel entgleitet, wir können nicht mehr schlafen, wir wären todkrank. Also für euch jetzt im Alltag, hey, gescheite Ernährung füttert den Darm und der Darm, der schützt vor allen Zivilisationserkrankungen. Deshalb ist die Datenlage klar und die Anweisung gar nicht so schwierig. Zwischendurch waren wir zu schwierig, dann versteht es niemand. Deshalb müssen wir es unsere Klienti, so wie ihr, gut übersetzen. Und das habt ihr sehr gut gemacht und deshalb ein großes Lob. Und ich würde sagen, das hilft euch, aber auch eure Kunden. Und es ist gar nicht so kompliziert. Einfach schlechte weglassen. Und da selbst Fußballspieler begreifen das. Ja. Also dann begreift ihr es. Dann begreift ihr es allemal. Und wir erleben, auch Kinder begreifen das, denen geht es besser. Und jetzt kommt, wenn ihr euch nochmal das Bild holst, nochmal zurück, Jörg, mit dem Darm. Denn die gute Botschaft heißt, das Gleiche, was der Darm macht, der Darm, der kann vor allem... Noch eins zurück. Geh noch eins zurück.
Wartet, hier muss ich hin. Achtung. Und noch eines zurück, Ja, genau. da mit. Ja, zudem. Und der Darm, der wirkt in alle Richtungen gesundheitsfördernd oder er macht uns krank. Und das Gleiche, was der Darm macht, die Darmbakterien produzieren Botenstoffe für die Gesundheit. Und die Muskeln eben auch. Und jetzt kommt's. Merkt euch das. Es gibt Myokine, Muskelhormone, die schützen vor allen Krankheiten, die aktivieren die Reparatur von der DNA, die aktiviere eigentlich alles, was im Körper auf Regeneration ausgelegt ist. Und die Foodkine, also Botenstoffe über Lebensmittel aus dem Darm, die repariere auch alles. Und jetzt kommt's. Eins reicht noch nicht immer aus. Aber wenn der Darm und die Muskeln auf dem Radar sind, wenn die Myokine und die Botenstoffe aus dem Darm zusammenwirken, dann kann man eigentlich die Gesundheit nicht mehr vermeiden. Und deshalb war die Botschaft so wichtig. Wir machen nicht eines, sondern wir machen eine Kombi. Und last not least, in das Zentrum könnt ihr noch die Achtsamkeit setzen. Und alle Entspannungstechniken, egal ob spirituell oder religiös oder Musik oder Meditation oder Gebet, was immer, Achtsamkeit, Mindfulness, alles, was ihr tut, verlängert das Leben, verbessert die Le Gesundheitsspanne und schützt vor allen Krankheiten. Und da wäre wieder die gleiche Psychofaktoren, Psychosubstanzen aktiv, die die Fettverbrennung aktivieren, die neue Mitochondrien gestalten, die zum Gebot von neuen Nervenzellen führen. Und es wäre schade, wenn man eins von denen vergesse. Aber wenn wir es miteinander tun und wenn wir es auf dem Radar habt, ist nur eine Bewusstseinsfrage, dann garantiere ich euch, wenn ihr das wisst, und ihr müsst nicht alles wissen. Das Bewusstsein hilft, dass eure Klientel und eure Kunden euch das abnehmen. Dann entsteht Vertrauen und Sicherheit, Compliance. Und die werden spüren, dass es mir besser geht. Und die bringen neue Kunden mit. Und das war ein anderes Thema von der Expertenallianz von der Uli. Ja, wenn man das positiv erlebt, inspiriert andere, steckt andere an, ansteckende Gesundheit, inspiriert andere, redet darüber, was möglich ist. Denn wir brauchen Aufklärung. Wir brauchen eine positive Aufklärung, eine Wissensvermittlung, einen Wissenstransfer. Und wenn der zu kompliziert ist, schaltet man ab. Aber wenn er einfach ist, wenn er schmackhaft ist, dann ist das die Lösung für die Zukunft. Und das generiert für euch neue Kunden. Denn dann kommen die Kinder von eurer Kunde oder die Nachbarn von deiner Kunde oder die Freunde und die bleiben bei euch, weil sie wissen, hier erlebe ich und lerne ich Gesundheit. Und das ist die andere Seite von der Krankheit. Und ich kann euch sagen, ich kenne ganz viele tolle Ärzte und nette Ärzte, die stehen mit dem Rücken zur Wand, weil sie keine Zeit mehr haben, weil sie immer schlechter bezahlt werden, die haben immer mehr Bürokratie, die haben immer weniger Spielraum und wir sind nicht ausgebildet auf Gesundheit, sondern da gibt es die Krankheitslehre. Euer Thema, mein Wunsch, und das ist auch das Thema von der Expertenallianz, das ist Thema von deinem Coach, ist eigentlich ein Gesundheitslernen, ein Gesundheitsunterricht und dann ansteckende Gesundheit. Und Jörg, vielen Dank, gut, bis dahin. Ich weiß, wir haben nur noch wenig Zeit, deswegen gehe ich einfach mal so rein. Du hast vorhin gesagt, eigentlich kann man es lesen. Es ist wie betreutes Lesen. Da widerspreche ich dir ein bisschen. Ich weiß, was du meinst. Aber das, was wir drei hier auch verkörpern, ist, dass wir das ganze Produkt Gesundheit und ganzheitliche Gesundheit verkörpern und begeistert leben. Deswegen holst du die Menschen in Pfaffenhofen ab. Ja gut, egal wo er auftritt, ich gebe mir beste Mühe, die Menschen zu begeistern, indem wir es sind, weil in Begeisterung steht das Wörtchen Geist. Und Kurt hat gerade auch das Bewusstsein ins Spiel gebracht. Und deswegen ist die Politik ja immer hinten dran, die lebt natürlich nicht. Und wir kommen aber flächendeckend, bundesweit, Deutschland, Österreich, Schweiz, nehmen wir mal den Dachbereich erstmal, mit der Lösung für alle Menschen. Und das ist natürlich unsere Zielgruppe. Es geht ja, ist ja schon losgegangen. Jetzt, wir haben die Post-Covid, wir haben die Post-Vac, wir haben die Long-Covid, Long-Covid-Menschen bei uns in den Studios und die, die zum Glück gesund geblieben sind. Ja, wir holen jeden ab mit dem Thema. Und dafür brauchen wir begeisterte Fachkräfte. Es geht eben nicht mit Lesen, sondern dass jemand am Menschen steht und den wirklich ganzheitlich abholt. Und das kann er nur, wenn er es vorlebt. Deswegen braucht er zwingend diese Grundausbildungen dazu. Und heute ist es ja auch, ich meine, nie hat man schneller Wissen aufnehmen können als interessierter Mensch. Es richtet sich jetzt an die Mitarbeiter an den Bildschirmen als heute. Und dem Inhaber auf wirklich dann da aufs Dach zu steigen, sagen, ich will dieses Wissen, wenn ich es dann ernst nehme, mit meiner Berufung den Menschen als Trainer helfen zu wollen, als Trainer. Bin fertig, Jörg, bitte.
Ja, absolut. Also der Kurt hat es ja auch schon gesagt. Ich bin also schon der Meinung, dass das Gesundheitssystem an sich ja, in der bisherigen Form nicht mehr lange Bestand haben wird. Das muss man einfach sagen, das wird nicht mehr lange halten. Und ich glaube, dass wir natürlich hier eine riesige Chance haben, auch mit der Brücke der Expertenallianz, hier ein komplettes neues Gesundheitsbewusstsein aufzubauen, eine Brücke zu bauen zwischen Studiobetreibern, zwischen Trainern, zwischen absoluten Fachleuten. Ich kann mich nicht erinnern, in vergangener Zeit, in vergangenen Jahren, dass wir so eine Webinare gemacht haben mit so einer Fachkompetenz im Rücken. Und was wir ja jetzt machen oder was wir versucht haben, dass wir es eben einfach gemacht haben, ja? Und Antworten zu finden für Leute, die in Prävention, in die Studie, auf Grundlage von Prävention in die Studie gehen, die einfach nicht krank werden wollen. Du hast vorhin gesagt, wir reden ja nicht nur über Kranke, aber eben auch Rehabilitation. Es geht um das Thema Selbstverantwortung. Und ich glaube, wenn wir das Gesundheitssystem uns heute anschauen, dann wird den Menschen sehr schnell klar, dass es um Selbstverantwortung gehen muss. Wir müssen auch dem Endverbraucher sagen, du musst dich selbst kümmern. Wir geben natürlich Hilfestellung und wir versuchen, dir die Coache an die Seite zu stellen und dir mit einfachen Worten zu erklären, wo das Problem liegt. Und du hast vorhin gesagt, Kurt, wir brauchen nicht nur einen Coach, wir brauchen vielleicht zwei oder drei. Und warum soll es in den Studios keine Spezialisten geben? Der eine, der beschäftigt sich eher mit dem, der andere mit dem. Und je nachdem, wo das Problem der Kunden liegt oder auch der Wunsch, habe ich eben den Fachmann dafür. Und ich wiederhole mich gern, das müssen keine Ärzte sein. Es ist der Wille, die Grundlagen zu vermitteln. Und dann ist es eben noch, ja, das Tun am Ende. Das können wir jetzt keinem abnehmen. Das ist sicherlich die Frage. Aber mit so einem Wissen ausgestattet in die Studios rein, Expertenwissen zählt. Das ist, ich glaube, das, was unsere Aufgabe ist, und das mache ich halt sehr gern. Ja, und wichtig ist, ihr könnt euch darauf verlassen. Es gibt im Internet alles Mögliche, also Wildwuchs. Da gibt es Supplements, die sind in der Mongolei hergestellt, im Alubecken, Molke und Schwefel, und dann kommt der Galactose raus. Also, das ist toxisch. Und es gibt alle möglichen neue Diäten. Die eine sind vegan, die andere super vegan, die andere vegetarisch. Aber das sind so Hypes. Wir brauchen Wissen und deshalb ist die Expertenallianz so wichtig. Und wir garantieren euch, jeder Satz, den wir hier sagen, ist wahr und ist belegt. Und das ist der Unterschied zu anderen Plattformen, dass die Kompetenz dahinter steckt, dass die Kompetenz überprüft wird, dass ihr euch sicher fühlt. Und damit sind wir auf einem sicheren Boden. Und inzwischen ist es sogar so, dass Disney, man denkt ja, die machen Musicals und Filme, Disney interessiert sich für Gesundheit. Und Disney screent, Kurzanalyse, die stellte fest, es gibt viel oberflächlicher Müll, ja, Superverkäufer. Und dann sind sie am Schluss, haben sie uns gescannt und sagen, ja, das ist eine ehrliche Geschichte, die ist uralt und die ist ehrlich und die entwickelt sich. Und unsere Zusammenarbeit, die ist ehrlich und die entwickelt sich. Und da möchte man hin, also Kompetenz zu vermitteln. Und ich sehe gerade, eine von euch ist auch in CAS, Personal Health Coach. Aber das gibt es inzwischen auch im Sportdepartement. Es gibt die Fachhochschule des Mittelstandes in Bielefeld. Da hat man gesagt, ach, der Master stirbt aus, die medizinische Fakultät wollte nicht. Nee, sechstes Jahr, 37 Teilnehmer. Und da geht es eigentlich um den Gesundheitscoach, Administration für Gesundheit, Ernährungswissen, Mikronährstoffe, Regulationsmedizin. Und das möchte ich euch nochmal sagen. Der Körper hat so viele Millionen Jahre überlebt, der hat eine große Möglichkeit, viel abzupuffern. Nur wenn es zu viel ist, ist es zu viel. Aber es ist nie zu spät. Genau. Und dann gibt es einige Dinge, die schreibt man im Alter zu, vergesst es. Also da können wir diskutieren nach 120. Aber bis dahin müssen wir uns kümmern um die Gesundheitsspanne, nicht nur die Lebensspanne. Und jetzt gab es dramatische Entwicklungen, dass die Gesundheitsspanne immer kürzer wird, leider die Lebensspanne auch, aber die Krankheit immer viel früher zuschlage. Und die Leute wären nicht kränker, weil sie älter werden, sondern sie sind immer jünger. Und um die müssen wir uns kümmern. Und das war auch noch ein Anliegen. Kinder und Jugendliche, ihr wisst, jetzt darf man ja nicht einmal mehr Competition, also es gibt keine richtige Bundesjugendspiele mehr in der ersten, zweiten, dritten, vierten Klasse, das ist ja diskriminierend. Da können dann kleine Ricarda Langs, können dann eigentlich ja vielleicht auch gemobbt werden. Das heißt, das gibt es gar nicht mehr. Der Sport fällt aus, ja, und Wahnsinn, ja. Und deshalb ist ein weiteres Bedürfnis, das haben wir auch gesprochen damals, hey, was können wir tun, dass auch Kinder und Jugendliche auf den Trichter kommen. Und je früher ein Gesundheitswissen, ein Körperwissen, Ernährungswissen vermittelt wird, umso besser kann man in eine gesunde Spur kommen. Deshalb braucht es alle
die ihr hier seid, Endkunde und Studiobetreiber, als Botschafter. Ja, es lohnt sich und es ist nie zu spät. Fangt so früh wie möglich an, dass man gar nicht in die Krankheit kommt. Und ja, alle sollen trainieren. Und leider haben viele Kinder den natürlichen Bewegungsspielraum verloren. Und jetzt wäre es sogar noch gehemmt, dass sie miteinander Fußball spielen. Die dürfen gar keine Tore mehr schießen. Denn sonst ist diskriminierend. Das ist ja Wahnsinn. Und deshalb bitte ich euch, alles, was möglich ist, wenn man nochmal auch Jugendliche mit aufs Radar nimmt, für mich, klar, alle sollen trainieren. Gezieltes, betreutes, variables, individualisiertes Muskeltraining mit Flexibilität und Mobilität. Das wird uns auf breiter Front helfen, denn das Futter für unser Gehirn kommt von den Muskeln und aus dem Darm. Ja, super. Und weißt du, gemäß dem Punkt der Achtsamkeit, die du gesagt hast, auch die, ich finde das auch, wenn man das so humorvoll nimmt, anders kann man das ja nicht nehmen, als das, was da jetzt in der Politik geschieht, dem aber nicht zu viel auf. Ich nehme es zur Kenntnis, weil wir müssen informiert sein, aber es nicht in uns reinzulassen, das einfach, es ist Kindergarten, wir müssen es wirklich so betrachten. Und wir kommen mit der Lösung, aber den Fokus, die Aufmerksamkeit, auch das hält uns ja gesund und macht uns gesund, wirklich auf diese Lösungen zu projizieren, jeden Tag. Und ich weiß, Jörg, du hast noch Charts gleich, weil ich komme die Fragen im Chat, wie man zu der Ausbildung kommt, dass wir noch den Weg zu uns dann auch aufzeigen gleich, gell? Ja, wir können ja nur jeden einladen. Und wir haben eine Erfahrung mittlerweile 7, 8 Jahre, machen wir die Ausbildung jetzt gemeinsam. Und jetzt startet auch noch eine im Oktober. Was für ein Zufall. Ja, also vielleicht erstmal ganz kurz überhaupt dazu. Hier geht's hier, ich blende hier mal einen Link ein, wo man auch zu der Ausbildung kommt, wo alles noch ein bisschen ausführlicher auch beschrieben ist. Und vielleicht für alle, die überhaupt nicht wissen, um was geht es denn dabei, es ist eine Online-Ausbildung. Es ist also auch für die Studios, auch dafür haben wir uns entschieden. Der größte Teil ist online und das sind Webinare, die gehalten werden und die sind alle live. Also ich mache die Webinare alle selbst und habe ab und an mal einen Fachmann mit dabei, wo ich auch mal jemanden befragen kann, aber in der Regel mache ich sie eben live und die teilweise sieht man sich auch in dem Webinar die anderen Teilnehmer, was auch immer offen ist, ist der Chat, dass eben auch zu den bestimmten Punkten zum richtigen Moment auch die Frage gestellt werden kann und die dann eben auch beantwortet wird. Hier sind die Termine für die nächste Ausbildung. Eine mache ich, eine läuft im Moment noch. Ich starte noch eine am 4.10. Und jetzt sieht der ein oder andere schon, wow, das ist aber ein kurzer Zeitraum. Ja, da wäre ich kein Arzt in der Zeit. Nein, aber in 5 Webinaren, die in dieser Zeit laufen, an 90 Minuten, kriege ich die Grundlagen vermittelt. Die Grundlagen der gesunden Ernährung und die Grundlagen zu den, ich nenne es jetzt mal Krankheitsbildern, Problemfeldern, die wir im Studio zu bewältigen haben. Ihr bekommt nach der Ausbildung alle Unterlagen, mit denen ich schule, zur Verfügung gestellt. Das heißt, ihr bekommt auch die PowerPoints, mit denen ich arbeite, sodass ihr mit euren Worten, vielleicht aber auch mit dem ein oder anderen Wort von mir, eure Kunden beraten könnt. Und das wäre der erste Schritt in die richtige Richtung. Immer in Ganzheitlichkeit, Bewegung und Ernährung. Welche Bewegung brauche ich bei welchem Problemfeld? Welche Ernährung gehört dazu? Ja, und für 49 Euro pro Teilnehmer, das kann ich schon mal machen. Ja, also das ist eigentlich, hier merkt ihr schon, hier geht es nicht darum, dass da jemand einen Haufen Geld damit verdienen will, sondern es geht uns einfach darum, dass dieses Wissen, das hier zusammengetragen wurde von vielen, vielen Experten, möglichst eben auch in vielen Studios vermittelt wird, dass viele Endverbraucher dieses Wissen aufnehmen. Und inzwischen habe ich Endverbraucher in der Ausbildung, die sagen, ich will darüber mehr wissen, weil ich es anderen erzählen will. Kurt, du hast vorhin gesagt, tue Gutes und erzähle darüber. Das ist natürlich der Grundgedanke, dass wir es weitertragen. Na? Und ich kann nur alle einladen zu dieser Ausbildung, die ja endet. Uli, ich lasse es mal noch einen Moment stehen. Ja? Der ein oder andere ist ja vielleicht hier und sagt, Mensch, den Dr. Med. Kurt Mosseter, den würde ich ganz gerne mal live sehen. Aber da magst du, glaube ich, noch was zu sagen. Ich lasse es mal einen Moment noch offen. Ja. Also, das ist der Gedanke. Meldet euch gerne an, schreibt eine E-Mail. Ich blende gleich meine E-Mail-Adresse nochmal ein. Wir haben noch 4 Minuten und ich habe es im Chat schon gesehen. Kurt, dich will man mal kennenlernen. Ja? Und da haben wir ja noch ein so geiles Event dieses Jahr. Uli, soll ich es wieder aufmachen? Soll ich gleich ja, mal mach's gerne auf. Genau, mach's gerne auf. Das hilft sehr. Wir treffen uns ja in dieser Konstellation und erweitert, wenn ihr denn möchtet, am 1. und 2. Dezember in Berchtesgaden bei den sogenannten Vision Days. Und ich finde dieses Key Visual mit den großen Augen, ja, durch die Augen sind das Fenster zur Seele, wer auch immer es jemals als Grafik rausgearbeitet hat, es ist brillant. Es sind die Vision Days 2023, dann mit der Perspektive für die nächsten Jahre. Und wir haben ja, oder das hast du ja organisiert,
Jörg, wirklich Top-Referenten mit dem Kurt, den ihr hier wieder seht, dann mit dem Jörg Löhr, dazu können wir gleich noch etwas sagen. Und Kurt, solange du noch zugeschaltet bist, vielleicht kannst du zu dem Professor Dr. Med. Spitz noch etwas sagen, den wir ja durch dich gewinnen konnten für die Veranstaltung. Ich höre jetzt laufen seine YouTube-Videos und bin super begeistert und lerne so viel. Also, ganz tolle Veranstaltung und das seht ihr, nicht einer weiß alles, aber miteinander ist wirklich cool. Der Professor Jörg Spitz ist eigentlich bekannt als für sein Sonnenhormon, der Vitamin D-Papst, aber ist viel wichtiger. Er sagt, er hat eine Gesellschaft für menschliche Medizin gegründet in Frankfurt und da wird es klar, dass eigentlich gesund Medizin nicht einfach nur Medizin ist, sondern wir brauchen eigentlich ein kulturelles Umdenken, Umgangskultur. Wie gehen wir mit uns und mit anderen um? Und der ist ganz breit gefächert zwischen Vitamin D ist ein Sonnenhormon, aber das ist in jeder Zelle. Und dann braucht es sozusagen das Zusammenspiel mit dem Melatonin, dass man einen gesunden Schlaf hat und eine gute Emotion. Und miteinander haben wir uns zusammengetan für Aufklärungsvideos. Und deshalb haben wir uns mit seiner Gesellschaft zusammengetan. Ihr findet noch mehr Infos, wie gesagt, Glykoplan, kostenfrei, Internet. Dann gibt es da von ihm die Akademie, von uns das Dr. Moseder-Prinzip. Ganz einfach, Kooperativität, miteinander ist man stärker und nur das Beste. Und ihr werdet da Freude haben, denn wir können so miteinander reden, das ist so, ist gut, wichtig, aber wenn ihr das mal erleben wollt, dann kann man andere wirklich anstecken. Und er sagt, ja, das ist wirklich so. Ja. Also mehr rede nicht über irgendwas. Ich lasse mich auch nicht einkaufen, über irgendwas zu reden, wo ich nicht zutiefst von innen überzeugt bin. Also gute Aktion, gut organisiert, gutes Miteinander. Also mein Tipp, das lohnt sich. Und lieber Kurt, falls du jetzt raus musst, weil wir 12 Uhr haben, möchte ich das den Teilnehmern noch sagen. Wir werden noch einen Post jetzt im Nachgang zu diesem Webinar geben, weil du stehst in der Nominierung zum Arzt der Wahl des Jahres, also Arztwahl des Jahres. Und wir probieren natürlich überall das zu platzieren und möchten das Voting für deine Stimme haben. Und wenn ihr jetzt den Kurt heute erlebt habt und das unterstützen möchtet, dann gerne. Ich sage das bewusst leise. Wir machen hier überhaupt keine Werbung. Darum geht es nicht. Aber wer uns jetzt nicht verstanden hat, wird es nie verstehen. Du hast das vorhin gesagt. Wir sind wahr, wir sind echt. Es ist eine neue Community, die wirklich hier ein Gesundheitssystem in die Welt bringt. Und wenn ihr zugehört habt heute und dabei seid, seid ihr Teil einer ganz, ganz großen Idee. Und es ist die Aufgabe, die Pflicht eines jeden, sie seinem Nebenan zu sagen, damit die Menschen gesund sein können. Und ich finde diese Nominierung so toll und wir schauen, dass wir es zum Ziel bringen. Das wäre toll. Dankeschön. Ich bin mir sicher, Kurt, du wirst es gewinnen. Ich bin mir sicher. Ja, ich bin mir sicher. Ich möchte noch ein, zwei Sätze sagen zu dem Samstag an den Vision Days. Der Freitag wird ja so unter diesem unter dem großen gesundheitlichen Thema stehen, wenn es um das Thema Bewegung und Ernährung geht. Und der Samstag dann mit Jörg Löhr, wer kennt ihn nicht, Europas Motivationstrainer Nummer 1. Dort wird es natürlich um das Thema Mindset gehen. Dort wird es um das Thema Motivation gehen. Dort wird es um das Thema Umsetzung gehen. Am Samstagvormittag und ich freue mich da wahnsinnig drauf. Das ist wirklich ein Ensemble, sage ich jetzt mal, von Referenten dort vor Ort. Das wird toll. Ja, Ja, es und ist ein riesen Network, einfach wird und es ist erster Advent, es ist Weihnachten, wir gehen da in die schönste Phase des Jahres dann einfach gemeinsam und auch wir, das Team der Expertenallianz, ist vollständig da. Wir haben unsere Jahresendtagung da einen Tag vorgeschaltet. Wir sind komplett auf der Tagung mit dem Mario Görlach, mit dem Dr. Hans Geißler, mit dem Sigi Manz, das komplette Team, die Christine, die uns hier heute wieder so super hostet im Hintergrund, also die Mitarbeiter aus der Kanzlei. Also wir sind 15 Mitarbeiter, Mitwirkende aus der Expertenallianz, sind die ganze Zeit auch vor Ort und haben Kooperationspartner dabei. Die Branche hat kein Jahresabschluss-Event dieses Jahr. Die Vision Days könnten nicht besser passen. Also wenn ihr Zeit und Lust habt, kommt einfach gerne dazu. genau. Da war ich wieder so schnell. Also entweder dort oben auf den Link oder ihr schreibt mir einfach eine Mail. Vielleicht ist das einfacher und ich schicke euch den Link dann einfach nochmal zu. Ah, ist Ja, die also, dass ihr Frage, auch Michael gleich. Edelweiß, das ist, wie heißt die Ortschaft nochmal? Das ist, kennst du dich da unten? Berchtesgaden Berchtesgaden. ist das. Genau, in Berchtesgaden, ein wunderschöner Ort in der Vorweihnachtszeit. Das ist wie in einem Märchen. Also das kann man schon auch mal mit einem Team machen. Vielleicht mit so einem Kernteam, wo man dann sagt, am Jahresende ist das mal so ein kleiner Reiz auch noch, wo man so ein bisschen in die Zukunft schaut mit den Machern im Studio. Und genießt einfach diese beiden Tage.
Und am Abend essen wir dann alle gemeinsam im Edelweiß, also in dem Hotel direkt gegenüber von dem Kongresszentrum und auch eine sehr, sehr schöne Location. Und dann feiern wir vielleicht auch noch das Jahr und feiern in das neue Jahr hinein. Genau, Ja, es und ist Magic, sagen wir immer. Und auch diese Stunde war Magic. Jörg, wir beide können ja noch drinbleiben, aber lass uns dem Kurt noch den Raum für ein Schlusswort geben und dann weiß, dass das, wir können ihn nicht überziehen. jetzt möchte ich mich unbedingt bei der Uli noch bedanken. Die Uli, seit Jahren macht die eine unermüdliche Arbeit, hält uns alle beieinander, koordiniert es, ist schweigsam, friedsam und eben mit dem Friede im Herzen, unbeeindruckt von anderen Dingen, da können wir einfach in die Zukunft gehen. Und lasst euch nicht zu sehr beeinflussen und vernebeln von außen. Und lasst euch nicht zu sehr durch Medien durcheinander bringen, sondern wenn wir alle gut zusammenhalten, geht es. Und unermüdlich die Arbeit auch in der Politik, unermüdlich die Arbeit eigentlich auch in der Expertenallianz. Deshalb ein großes Dankeschön an die Ulrike, großes Dankeschön an alle in der Expertenallianz, großes Dankeschön an euch alle, dass ihr hier dabei seid. Denn ein allein, nochmal, kann gar nichts. Und je mehr wir sind, und je besser wir zusammenhalten, je weniger wir streiten, umso klarer unser Ziel ist, umso besser unsere Kompetenz ist, umso besser wird die Zukunft. Und die gestalten wir selber. Das Bild von der Zukunft von uns entscheidet sich jetzt und ist abhängig, was wir tun. Deshalb auch dir, Jörg, und euch allen großartig, dass ihr was tut. Und ich mache noch das letzte Wort von meiner Hirnforschungsmentorin, das ist die Professor Dr. Dr. Gertraud Teuchert-Noth. Die hat gesagt, kurz, es ist bedenklich, in Deutschland verändert sich das Gehirn, das stimmt, in der Bevölkerung. Und sie hat gesagt, da entsteht sogar eine neue Lappe, der Jammerlappe. Und aber mit dem kommen wir nicht weiter. Deshalb sage ich euch, bringt Licht hier rein, trefft die richtige Entscheidung. Jammern hilft nicht, sondern es gibt nur eines, geht nach vorne. Als letzter Tipp, ich komme ja nicht so aus der Fitness, ich habe auch keine so starke Muskeln, ich bin fit. Aber der Film vom Arnold Schwarzenegger hat mich zutiefst beeindruckt. Also, wenn man wirklich was will und dahinter bleibt, und dann darf man auch mal weinen und man darf auch mal jammern, aber dann geht man wieder nach vorne und bleibt aktiv. Hat mich tief beeindruckt und da können wir uns echt ein Beispiel nehmen. Ich habe gesagt, wow, also Hochachtung. Deshalb verbeuge ich mich vor eurer Szene, vor eurer Gruppe, vor eurer Arbeit, denn das ist die Grundlage für die Gesundheit der Zukunft. Vielen lieben Dank und ich wünsche euch noch einen guten Nachmittag und bis ganz bald. Hoffentlich gleich bis bald in Berchtesgaden. Ciao, Ich sage, ciao. nach den Gut. Worten sage ich gar nichts mehr, Uli. Nach den Worten Ich sage ich habe nichts auch gedacht, lass uns so stehen. Wir sagen Tschüss, alles Weitere Okay. kommt auf den Kanälen. Danke, Okay. Kurt. Ciao, Danke, lieber ciao. Jörg. Schauen wir nur noch einmal ins Chat, aber ich glaube, da, wir geben alle Infos über Newsletter, über Social Media im Nachgang, okay? Gut. Okay. Tschüss, ihr Lieben. Ciao, ciao.